Hallo Leute, ich bin Stilo und heute habe ich mal wieder einen Lafroig für euch. Ja, willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich wollte ich für euch im Weinberg ein neues Video drehen, aber heute spielt das Wetter leider nicht ganz so mit. Ich wollte trotzdem ein Video für euch produzieren und deswegen habe ich mir überlegt, greife ich mal wieder zu meiner All-Time-Favorite-Distillerie und probiere einen Lafroig für euch. Ich habe tief in die Trickkiste gegriffen. Das ist seit langem der erste Lafroig, außer meinem 18er Lafroig, der bei mir offen ist. Ich hatte wirklich sehr, sehr lange jetzt keinen Lafroig offen, habe mal so ein bisschen Abstinenz zu meiner Lieblingsbrennerei geübt und bin ganz gespannt, wie sich der Lafroig Triple Wood entsprechend macht. Ist schon offen. Ich dachte mir, das nutze ich gleich mal, um euch mal einen neuen Lafroig vorzustellen, den ich so noch nicht probiert habe. Ich muss sagen, neben dem 18er natürlich als meinem Lieblings-Lafroig, mag ich den Quarter Cask extrem gerne. Entschuldigung. Im Unterschied zum 10er Lafroig ist er für mich einfach noch mal ein Stück intensiver. Was natürlich auch mit der Nachreifung im Quarter Cask zusammenhängen kann. Das Quarter Cask ist ja relativ klein und bringt dadurch einfach noch mal mehr Aromen mit rein. Und er ist unwesentlich teurer, aber finde ich noch mal intensiver. Also wer das möchte, ne? Wer im Lafroig so schon ein bisschen heftig ist, vielleicht nicht ganz so in Richtung Quarter Cask gehen. Aber mir gefällt er auf jeden Fall sehr gut, weil ich eben dieses Intensive total mag. Den 10er Lafroig in der Cask Strength habe ich persönlich jetzt noch nicht probiert. Da kamen auch häufiger Fragen danach, wie ich den im Vergleich zum 10er Lafroig finde. Bin ich jetzt noch nicht zugekommen, den mal zu probieren, aber ich denke, er wird auch intensiver sein natürlich als der normale 10er. So, jetzt aber zu unserem Triple Wood. Wir haben hier ganz normal Ex-Bourbon Cask drin. Wir haben hier das Quarter Cask drin. Also ist er quasi wie der Lafroig Quarter Cask. Nur nochmal ein drittes Finish im im European Oak Butt. Und auf der Flasche steht zusätzlich, also es steht nur europäische Eiche als Fass, aber es steht dazu, dass es einen Sherry-Geschmack mit reinbringt. Also gehe ich mal davon aus, dass es sich um europäische Eiche Ex-Sherry-Fässer handelt. So, er ist auf jeden Fall gefärbt, aber nicht kühl gefiltert. Für alle Färben, dann wird Zuckercouleur zugegeben. Es gibt eine ziemliche Diskussion darüber, ob das nun den Geschmack beeinflusst oder nicht. Ich konnte mir da jetzt noch nicht so die Meinung zu bilden. Es beeinflusst aber dahingehend auf jeden Fall den Geschmack, dass die Farbe natürlich sehr intensiv ist. Der Whisky ist in der Regel sehr dunkel, sehr golden, sehr reichhaltig. Und im Kopf, wenn du mal genauer darauf achtest, fällt mir persönlich zumindest auf, im Kopf gehe ich hiervon von einem goldenen, süßeren, runderen Geschmack schon aus, als wenn ich so einen sehr blassen Whisky im Glas habe. Ne? Also die Farbe beeinflusst einfach auch meine Erwartungshaltung an den Whisky. Kühlfiltrierung hingegen, dann wird der Whisky sozusagen kalt gemacht. Und speziell gefiltert, um bestimmte Schwebstoffe rauszuziehen, die, wenn der Whisky zum Beispiel, stellt ihn einfach mal auf den Balkon. Na? Jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn er nicht kühl gefiltert ist, wird der Whisky trüb. Das hängt einfach damit zusammen, dass es ein Naturprodukt ist, bestimmte Stoffe sich dann aneinander binden. Ich bin kein Chemiker. Aber auf jeden Fall wird er dann trüb. Und wenn man jetzt zum Beispiel Eis in den Whisky haut, dann wird er natürlich auch trüb. Und um das zu verhindern, damit auch niemand denkt, oh, der Whisky ist schlecht, weil es ja doch ein bisschen aufwendiger zu erklären, wird er kühl gefiltert, um halt diese Schwebstoffe rauszuziehen. Und dann bleibt der Whisky bei kalten Temperaturen klar. So, jetzt zum Triple Wood.
Also in der ersten Nase habe ich schon die ganze Zeit, seitdem ich den hier eingefüllt habe, habe ich dieses leicht beißende, typisch Lafroigi, diesen Geruch einfach in der Nase. Dieses leicht medizinische, phenolige, was so jetzt nicht bei jedem rauchigen Whisky der Fall ist, finde ich. Also oftmals hat man diesen Torf- oder diesen Rauchgeruch tatsächlich, wie von einem Lagerfeuer, von einem Kohlefeuer, wie von der Teerstraße, je nachdem. Hier, finde ich, hat man halt dieses, es beißt wirklich in der Nase. Das muss man mögen. Ich mag es. Und das schwebt so ein bisschen schon die ganze Zeit hier um meinen Kopf. Ich persönlich verbinde das auch immer ein bisschen mit diesem Jodartigen. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, dieser Whisky ist salzig, dann erinnert mich das immer an, wenn man in eine Dose Salz reinriecht und dieses extrem Jodartige hat. Also dieses auch bissige Phenol, Jod, das hängt bei mir alles so ein bisschen aneinander. Aber so ein bisschen Süßes auch mit dabei, aber so extrem an den Holz gekettet. Also tatsächlich nicht, wenn ich an den Sherry rieche, sondern wenn ich an einem Sherry-Fass rieche. Also dieses Tanninige, dieses Holzige von Eiche auch, dieser spezielle Geruch, wenn du zum Beispiel in ein Warehouse gehst und dort diese Fässer liegen, so riecht das. Also nicht diese fruchtige Süße, wie man es jetzt in anderen Whiskys hat. Es ist wirklich mehr dieses Holzfass, was Süßes enthalten hat. Bin gespannt. Übrigens, es gibt ja auch noch den Four Oak. Das ist dann sozusagen, also ich merke mir das immer so, der 10er Lafroig hat in Ex-Bourbon gelegen, der Quarter Cask hat danach nochmal in einem Quarter Cask gelegen, der Triple Wood hat danach nochmal in einem europäischen Eichenfass gelegen und beim Four Oak kommt zu diesen drei Fässern noch Virgin Oak dazu, also ganz junge Eichenfässer, in denen vorher noch nichts gelegen hat. Jetzt hat er auch so ein bisschen so dieses Harzige, so ich sage dann immer gern Zirbe oder Tanne, also weil Zirbenschnaps immer so extrem nach diesem Holz und Nadelwald und so riecht. Man könnte es aber auch als Harz beschreiben oder als Tannine, wäre wahrscheinlich der Fachbegriff dafür. Ich versuche euch das ja immer so ein bisschen in Bildern zu umschreiben, weil ich finde, wenn man da so einen Begriff hinschmeißt, dann ist das immer so, ja, ne, ah, okay, er schmeckt nach dem und dem und dem und fertig. Aber ich versuche euch ein Gefühl von dem Geschmack zu geben. Und für mich ist das so ein bisschen, wir haben jetzt letztens einen Baum gefällt bei uns und das war eine Kiefer. Und wenn man dieses Kiefernholz schneidet, so dieser Geruch von diesem frisch geschnittenen Nadelgewächs, das hatte ich jetzt gerade hier in der Nase. Slange. Also er ist auf jeden Fall mit ordentlich Bums. Das ist ein Luffy nach meinem Geschmack. Also ich hatte als allererstes, deswegen musste ich lachen, wirklich dieses Nadelholz, was ich euch gerade beschrieben habe. Diesen Baum, diesen Harz kurz so über die Zunge laufen. Und dann kippte das so. Ich finde, es hat auch immer ein bisschen was Saures. Dieser Nadelgeruch und der kippte jetzt gerade so perfekt in dieses phenolige, jodartige, diesen typischen Lafroig-Geschmack. Kippte dort so perfekt rein
Und dann kam so ein bisschen dieses Teerige angerollt. So, ich weiß nicht, also zum Beispiel Artbeck ist für mich trockene Asche. Karl Eiler ist für mich glühende Kohle und das ist so ein bisschen wie feuchte Asche. Als hättest du so einen Berg Dreck und da hat es drauf geregnet und dann schmiert dir damit jemand die Zunge ein. Und das rollte jetzt gerade so ein bisschen aus und da tänzelte so eine leichte Süße oben drüber, aber jetzt nicht so sonderlich präsent. Im letzten Video habe ich für euch den Ardbeg Coory Reckon verkostet. Der war ja wirklich, also da ging es von ganz rauchig bis total süß. Dann hatte ich dort Schokolade und Kakao und Kaffee und was weiß ich nicht noch alles. Das hatte ich jetzt hier, gut, das war der erste Schluck, hatte ich jetzt bisher nicht so. Also man merkt schon, da war mal irgendwo, ne, der hat mal Hallo zu einem Sherry gesagt, aber es war mehr wirklich dieses Holzige. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Europäische Eiche ist ja sehr. Hat so diese amerikanische Eiche hat immer so dieses Holzleim, diesen Vanillecharakter, Karamell oder eben Holzleim, wenn es sehr, sehr junge Fässer sind oder der Whisky nicht sonderlich lange da drin gelegen hat und einfach sehr viel Tannine dort reingekommen sind. Europäische Eiche hat das so ein bisschen herber, weißt du? Da ist das nicht so Vanille und Karamell, sondern eher für mich persönlich immer so Zirbe, Harz, so ein bisschen, ne, herber, ein bisschen saurer teilweise. Und wenn der in europäischen Eichenfässern gelegen hat, in Ex-Bourbon-Fässern und in einem Quarter-Cask, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass da ordentlich Holz dazugekommen ist. Ne? Er ist auch ein No-Age-Statement, das heißt, er wird auch nicht sonderlich alt sein. Ja, also er wird schon ordentlich Holzkontakt gehabt haben und das auch so mitbekommen haben, denke ich mal. Und dann, also ich habe meinen Vorauge noch nicht, ich habe einen da, aber ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ich kann mir vorstellen, dass da noch mal ein bisschen mehr dieses Holz durchkommt, dieses Tanninige, dieses, ja, also ich weiß nicht, ob das dann gut ist, wenn man zu viel Holzkontakt hat, aber wenn der Vorauge nochmal in einem Virgin Oak Fass gelegen hat, mal gucken. Was ja aber nicht heißt, dass er älter ist als der Triple Wood. Jetzt kommt hier so ein bisschen eine süße Note mit durch. Jetzt, wo der so ein bisschen Zeit gehabt hat und ich wieder chaotisches Zeug gelabert habe. Und da kommt so ein, na schon eine Schokoladennote durch, aber so eine eher herbe Note, also wie von Bitterschokolade, also mit einem sehr hohen Kakaoanteil. Ich habe ja jetzt, ich habe jetzt gelernt, dass Edelbitterschokolade oder Bitterschokolade gar nicht, also an sich nicht bitter schmecken sollte, nur weil der Kakaoanteil höher ist. Es ist halt einfach herber, weniger süß, weil höherer Kakaoanteil und weniger Zucker. Also Bitterschokolade ist nicht bitter in der Regel. Es ist eigentlich nur herber, weniger süß. Und das hatte ich jetzt gerade so ein bisschen. Also schon dieses Schokoladige, aber auf eine herbe Art und Weise. Ja, und so ein bisschen schon was Süßes, aber jetzt auch nicht so super präsent, finde ich. Aber ich könnte jetzt auf Anhieb nicht sagen, ob es Rotwein, Weißwein, Sherry, Brandy, Port, whatever ist. Ich kenne mich da aber auch nicht so gut aus, muss ich zugeben. Ne? Also du kannst mir einen Port und einen Sherry hinstellen, ich würde sie wahrscheinlich verwechseln. Dafür habe ich einfach noch zu wenig außerhalb des Whiskys probiert. Da müsste ich mich wahrscheinlich auch mal fortbilden.
Also man hat so ein bisschen eine helle Süße am Anfang, aber wirklich nur kurz und dann kommt so ein bisschen dieser Lafroig-Geschmack angerollt und dann er ist am Anfang sehr, sehr leicht, sehr angenehm, kühl und auch sehr ölig. Also er macht jetzt keinen extrem trockenen Mund am Anfang, verteilt sich schön und man denkt so, oh, der ist aber lieb und nett und dann tut er so alles, was er so vorher eingeölt hat, tut er dann schön mit nasser Asche bekleben. Und dann hat man hinten raus auch so ein bisschen einen trockenen Mund. Na, das kann an den Tanninen liegen. Diesen Fachbegriff streue ich jetzt öfter mal ein. Ne? das kann daran liegen, also er hinterlässt auf jeden Fall ein recht trockenes Mundgefühl. Obwohl es geht. Ich habe schon Whiskys gehabt, da hatte ich mehr so Staub. Ne? Aber er ist schon am Anfang öliger, als er einen am Ende dann hinterlässt. Ist auf jeden Fall, ja, doch, es ist ein typischer Lafroig-Geschmack. Er hat ein bisschen mehr, ein bisschen anderen Geschmack zu bieten als jetzt der 10er oder der Quarter Cask. Ne? Er hat diese Süße auf jeden Fall mit drin. Er ist ein bisschen intensiver im Holzgeschmack. Wem das gefällt, da ist er auf jeden Fall was für euch. Ich finde auch, man kann ihn einfach mal probieren, weil er kostet nur um die 40 Euro. Das finde ich ein guter Preis. Klar, man muss auch bereit sein, das Geld für ein No-Age-Statement auszugeben. Das kann ich auch verstehen, wenn viele da sagen, nö, für das Geld will ich dann wenigstens auch eine Altersangabe haben. Mich stört es jetzt nicht. Na, ich habe jetzt hier eine 07er Flasche da. Ich weiß auf jeden Fall, dass es von dem Four Oak eine Literflasche gibt, weil der für den Travel Retail ist. Hier bin ich mir da jetzt nicht genau sicher, ob man, aber ich glaube, den gibt es auch so ganz normal im Handel zu kaufen. Er hat übrigens 48%, dazu habe ich noch gar nichts gesagt, ist also ein bisschen höher in den Prozenten, finde ich, macht ihn umso mehr preisgünstig. Ne? Also müsst ihr auch überlegen, ihr bezahlt knapp 40 Euro für einen 48%igen Whisky. Finde ich vollkommen okay. Ja, geschmacklich, er ist jetzt nichts total Herausragendes, aber er ist ein Lafroig, das heißt, es gibt sowieso Bonuspunkte von mir. Und er ist jetzt, ja, er ist nicht herausragend, aber er ist gut und er gefällt mir und er schmeckt mir. Und ich finde, das ist ein idealer Whisky, um ihn an einem Abend zu trinken, an dem man sich nicht voll auf den Geschmack konzentrieren will. Ne? Ich habe das schon öfter mal deutlich gemacht. Ich habe so Whiskys, da konzentriere ich mich auf den Geschmack, den analysiere ich, den nehme ich total auseinander. Und ich habe Whisky, den trinke ich einfach gern, weil er gut schmeckt und mache das an einem Abend mit Freunden zusammen oder wenn wir einen schönen Film gucken und dann trinke ich da mein eines Glas über den ganzen Abend verteilt und es ist immer ein guter Geschmack, aber ich konzentriere mich jetzt nicht auf einzelne Nuancen oder Facetten. Und das ist so ein All-Time-Favorite, also da, den kannst du auf jeden Fall entspannt an einem Abend einfach mal mit Freunden teilen oder für dich ganz alleine haben, je nachdem, wie du das möchtest. Ja, gibt von mir insgesamt also... Muss ich kurz überlegen. Oh, es fängt gerade an zu schneien. Ist das schön. Sorry, ich habe gerade aufs Fenster geguckt und gesehen, dass es anfängt zu schneien. Das ist schön. Deswegen gibt es 7 Punkte für den Whisky von mir. Und ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Beim nächsten Video hoffe ich natürlich ein von den ganzen, die ich noch für euch verkosten will, demnächst für euch auch probieren zu können. Und ich wünsche euch einen schönen ersten Advent, eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke!